So, hallo. Es geht hier wieder um die Berufsreifeprüfung. Die Herbstmatura 2023. Da geht es um die Aufgabe 1, eine Lern-App. In einer bestimmten Lern-App gibt es Übungen zu verschiedenen Themen. Jede Übung besteht aus mehreren Aufgaben. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig ausgewählte Übung Multiple-Choice-Aufgaben enthält. So, das schreibe ich mal gleich auf. Beträgt 78. Die Wahrscheinlichkeit von Multiple Choice ist 78, also 0,78. Okay. Für ein bestimmtes Arbeitsblatt werden 25 Übungen zufällig ausgewählt. N gleich 25 Übungen. Berechnen Sie den Erwartungswert für die Anzahl derjenigen Übungen dieses Arbeitspakets, die keine Multiple-Choice-Aufgaben, keine Multiple-Choice. Das heißt, ich muss die Wahrscheinlichkeit von keine Multiple-Choice aufschreiben. Ja, das ist die Ergänzung auf 1, also 0,22. Und n gleich 25, der Erwartungswert ist ja in der Binomialverteilung n mal p. Und das würde ja also auch hier passen, weil ich ja für jede, das ist jetzt die Frage. Erwartungswert. Werden zu 25 Übungen zufällig ausgewählt. Okay. Das heißt, es sind 25 mal 0,22 und Simsalabim ist 5,5. Also 5,5 Übungen sind Multiple Choice, also keine Multiple Choice. Also 25 Übungen, keine Multiple Choice. Gut, für ein anderes Arbeitsblatt werden 5 Übungen zufällig ausgewählt. Okay, das ist jetzt nochmal, das war 1, jetzt kommt 2. 5 Übungen. Ich will jetzt wissen, wie ich rechne. Mindestens eine der 5 Übungen enthält Multiple-Choice-Aufgaben. Also die Wahrscheinlichkeit von Multiple Choice größer gleich 1. Aha, die will ich haben. Mindestens eine enthält Multiple Choice. Okay, ja, das ist jetzt die Gegenwahrscheinlichkeit 1 minus die Wahrscheinlichkeit Multiple Choice ist gleich 0. Das ist das Gegenteil von größer gleich 1, ist also 0. Das heißt, wie kriege ich die Multiple Choice 0 mit der Wahrscheinlichkeit, dass also immer nicht Multiple Choice ist? Und es soll 5 mal sein. 1 minus nicht Multiple Choice ist 0,22 hoch 5. Aha, ja, das ist also hier zu sehen, das ist B. Gut. Beim zweiten steht, keine der 5 Übungen enthält Multiple Choice Aufgaben. Die Wahrscheinlichkeit Multiple Choice ist also 0. Aha. Multiple Choice ist 0. Bei allen 5 Übungen. Also 0, also keine Multiple Choice, also das wäre eigentlich 0,22 hoch 5. Nur das finde ich hier nicht. Ja, ich kann es auch anders anschreiben. Und das ist jetzt hier der Trick. 1 minus 0,78 hoch 5. Und das finde ich, 1 minus 0,78 hoch 5 ist D. Okay, B und D. Gut, das wäre Nummer 2. Und jetzt kommt Nummer B. Also, da ist A noch. Jetzt kommt B. Daniela und Esma üben mit dieser Lern-App. Ihre tägliche Lernzeiten sind jeweils annähernd normal verteilt. Der Erwartungswert von Danielas täglicher Lernzeit. Aha, also das heißt, ich mache mal jetzt mit Daniel, ja. Erwartungswert ist μ, ist gleich 35 Minuten. Gut. Die zugehörige Standardabweichung beträgt 10 Minuten. Also Sigma ist 10 Minuten. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass Danielas tägliche Lernzeit mindestens 30 Minuten beträgt. Aha, die Wahrscheinlichkeit. Wahrscheinlichkeit, die Lernzeit ist mindestens also größer gleich
30 Minuten. Okay. Wie kann man das eintippen? Müssen wir uns den Taschenrechner herholen und dann tippen wir es ein. So, also, wir müssen in die Wahrscheinlichkeit gehen. Also, Menü 5. Und was nehmen wir? 5 wieder. Verteilungen. Weil es jetzt hier eine Normalverteilung ist. Normal CDF nehmen wir. Untere Schranke, größer gleich 30, also 30. Obere Schranke unendlich. Das ist hier bei Pi zu finden. Okay. Dann Mittelwert 35. Standardabweichung 10. Und Enter. Das heißt, das ist, ergibt 0,6914. Das heißt rund 69%. Okay. Die Standardabweichung von ESMAs täglicher Lernzeit ist kleiner als die von Danielas täglicher Lernzeit. Aha. ESMA hat ein μ kleiner, 35. Gut. Die Standardabweichung. Hoppala. Sigma. Das Sigma ist also kleiner 10. Gut, das Sigma ist kleiner 10. In der nachstehenden Abbildung sind die Graphen der Dichtefunktion für Danielas und ESMAs tägliche Lernzeiten dargestellt. So, tragen Sie in der obigen Abbildung die fehlenden Zahlen in die für vorgesehenen Kästchen ein. Aha, das heißt, ich weiß also jetzt hier, die ESMA hat eine kleinere Standardabweichung. Das heißt, es muss enger sein. Das heißt, das ist die linke Kurve, das muss die ESMA sein. Gut, die ESMA und die rechte, die etwas niedriger, aber breiter ist, muss also dann sein, die Daniela. Daniela. So, das heißt, die rechte ist, die hat also, die Daniela hat 10. Das heißt, hier vom Wendepunkt bis daher muss also 10 sein. Das heißt, ein Strich ist also dann 5 Einheiten. Das heißt, die Daniela hat außerdem noch 35. Und jetzt nach links ist also kleiner. Und es sind dann wirklich... Wie viel ist es dann zum... Genau. Das heißt, ich habe es nicht richtig zeigen. Die Spitze gehört genau da drüber. Okay, das heißt, da hier sind dann 25, weil es 10 weniger ist. Okay? Die zwei Zahlen sind eingetragen. Passt.